Es hätte das Traumpaar des Jahres werden können. Elefantenjunge Ludwig und Münchens neues Elefantenmädchen, inoffiziell Lola genannt. Doch da gibt es einen kleinen Haken. Es sind ja Halbgeschwister, insofern sie haben ja den gleichen Vater. Ich denke mal, dass sie zwei gute Freunde werden, mit Sicherheit, und gute Spielkameraden. Aber von Traumpaar, jetzt in dem Sinn, wie man es als Paar nimmt, mit Sicherheit nicht. Schade, dabei würden die beiden doch nicht nur äußerlich perfekt zusammenpassen. Denn das Elefantenmädchen kam Ende Oktober zur Welt, ist also nur wenige Monate jünger als Ludwig. Und der scheint sich jetzt schon zu einem kleinen Herzensbrecher zu entwickeln. Es ist so, dass der Ludwig sehr interessiert ist an ihr und sie auch an ihm. Es ist nur so, wenn er legt sie abends immer so hin, dass er sie im Schlaf sehen kann. Und wenn sie dann wach ist und er liegt da, dann läuft sie manchmal zu ihm hin und dann erschrickt er über den Lauf vor ihr weg. Dann hat er wieder Angst vor ihr. Also das ist halt so, wie bei den Buben halt immer, große Schnauze, nichts dahinter. Aber die beiden durften sich ja bis jetzt auch gar nicht richtig kennenlernen. Denn Ludwig ist nicht gerade von der sanften Art. Der ist schon einer, der ziemlich Gas geben kann. Und dann wird der schnell ein bisschen grob. Also ich schätze mal in 2-3 Monaten, wenn sie ein bisschen an Gewicht aufgeholt hat und auch ein bisschen sicherer auf den Beinen ist, dass die dann schon super miteinander spielen werden. Ludwig und Lola. Das Traumpaar des Jahres wird es also nicht geben. Doch wie schön kann echte Geschwisterliebe sein.